Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und heute stelle ich euch das Spiel Path of the Warrior vor. Und Path of the Warrior hat mich am meisten erinnert an diesen Sega-Titel Streets of Rage. Da ist man quasi die ganze Zeit von links nach rechts gelaufen, soweit ich mich noch erinnern kann. Und ja, hat da einfach rumgeprügelt und die Gegner halt gekillt. Und ja, sowas ist es jetzt in VR auch bei Path of the Warrior. Und also mir hat es echt Spaß gemacht, ein cooler Titel, einfach mal abschalten und einfach nur ein bisschen rumfighten. Man muss nicht großartig dabei überlegen, einfach nur ein bisschen kämpfen. Und passt auf, Leute, ich habe mich wieder an der Hand verletzt, ich habe wieder gegen meine Wand gehauen. Sieht man das jetzt hier? Da. Also da habe ich ein bisschen gegen die Wand gehauen eben und muss sagen, ist nicht angenehm. Solltet ihr sein lassen. Path of the Warrior hat auf jeden Fall auch Crossbuy, das heißt, wenn ihr das für die Oculus Quest oder die Rift S kauft, habt es für beide Geräte, also echt genial. Und ja, das werde ich definitiv auch mal draußen mit der Quest testen, denn da habe ich keine Wände, keine Angst, irgendwo gegenzuschlagen und dann kann man richtig, richtig hart fighten, ohne wirklich Angst zu haben. Okay, ich hau jetzt gleich gegen die Wand. Ich habe es die ganze Zeit befürchtet und dann ist es auch eingetreten. Shit happens. Schauen wir uns mal ganz kurz die Seite an. Und ja, das Spiel kostet 20 Euro, finde ich echt okay. Der Entwickler ist Twisted Pixel Games und die haben ja auch schon das Spiel Defector gemacht und war ja auch echt cool. Also da haben sie echt gezeigt, dass sie gute VR-Games machen können und entwickeln können. Von daher, ja, passt ganz gut. Genau, das wäre jetzt die Version ohne VR. Und ja, dann ist man mitten im Game und kann loslegen. Und ja, wir haben verschiedene Gegnertypen. Ich habe jetzt, ich glaube, zwei Stages habe ich gezockt. Und ja, da kommen einmal diese komischen Rocker oder was das auch immer sein soll. Und dann kommen Roller Girls danach. Es ist ganz witzig gemacht. Die letzten Endgegner habe ich halt nicht geschafft. Ich muss auch mal schauen, wie ich das Video jetzt auf jeden Fall cutte. Aber wer auf einfach, ja, Brawlerei steht, einfach nur fighten, ohne groß nachzudenken, der ist hier richtig bedient und macht mit 20 Euro auch nichts falsch. Also ich kann das uneingeschränkt empfehlen. Also mir hat es Spaß gemacht. Es wird bald noch einen Mehrspieler-Modus kommen. Wie der aussieht, weiß ich nicht. Ich hoffe ja mal, dass es ein Koop-Modus wird, denn in Koop wird das mit Sicherheit richtig, richtig Spaß machen. Denn ja, PvP weiß ich jetzt nicht. Könnte natürlich auch funktionieren. Wäre natürlich cool, wenn es beide Modis gibt. Einmal Koop und einmal PvP. Aber ja, das ist eigentlich so eine Koop-Sache und da freue ich mich drauf, wenn es dann rauskommt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn es in Koop rauskommt, werde ich definitiv dazu auch ein Video machen mit irgendwem. Mal schauen, mit wem. Derjenige, der Bock hat. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, Leute, willkommen bei Path of the Warrior. Und ich habe eben mal schon ein bisschen trainiert und bin schon warm. Echt anstrengend, das Game. Aber ja, echt cool gemacht. Gefällt mir. Und wir gehen jetzt einfach mal kurz in die Option, dass ihr mal das auch seht. Und hier können wir uns aussuchen, welche Drehmethode wir benutzen wollen. Ob stufenlos oder Snapturn. Ich bleibe bei Snapturn, mache 45 Grad. Drehen auf einer Stelle. Beim Drehen wird die Bewegung automatisch gestoppt, um Unwohlsein zu reduzieren. Nee, lass mal so. Interpoliertes Drehen, erlaube Interpolation, lass mal auch aktiviert. Blickrichtung Bewegung. Die Blickrichtung wird bei Verwendung des linken Daumensticks an die Bewegungsrichtung gekoppelt. Hybrid ausgewählt. Dann lassen wir einfach so. Die Laufbewegung könnte ein bisschen schneller sein. Lassen wir mal so. Und Drehen erlauben auch. Drehen und Bewegung lassen wir auch aktiviert. So, dann haben wir hier noch Audioeinstellungen. Ich habe die Musik mal ein bisschen runtergedreht, weil es ziemlich laut war. Also jetzt fürs Intro auf jeden Fall. Drehe ich jetzt wieder ein bisschen höher. Don't shoot, please help. So, Daten können wir einfach unseren Spielstand löschen, ist auch ganz nett gemacht. Dann kann man hier, wenn man irgendwas probiert oder so, nochmal direkt zurück. Save Slots wären natürlich schöner, wenn man hier drei Save Slots hat. Und ich würde sagen, wir spielen es einfach mal. Ja, mehr Spieler kommt demnächst noch. Da freue ich mich drauf. Macht mit Sicherheit mehr Spaß. Ja, Einzelspieler. Jetzt können wir uns die Figur aussuchen. Wir sind der hier. Bestätigen. Und jetzt machen wir uns noch einen Tupac.
Bestätigen, unterbrechen das laufende Programm mit dieser Eilmeldung. Chaos regiert heute Abend in den Straßen von Rage City. Die Myriaden von Gangs in Rage City, früher stets im Krieg miteinander, haben sich unter einem neuen mysteriösen Gangsterboss namens Mr. S verbündet. Gangster sind nun omnipräsent in Rage City und entfesseln eine neue Welle des Terrors. Die Polizei von Rage City ist überfordert, die Öffentlichkeit schwebt in Gefahr. In der ganzen Stadt wurden Unschuldige entführt und mit Zeitbomben versehen. Kann jemand diese Verbrechensflut ein Ende setzen? Kann jemand die Stadt retten? Yes, we can! Ja, dann räumen wir mal auf hier, oder? Dann musst du mal den Stuhl hier. Mann! So, wir können treten. Und links, und rechts, und links, und beide. So, der kriegt jetzt hier einen Uppercut. Grab und... Die erste Welle geschafft. Na, komm her. Come on. Und eins. Gucken, ob hinter uns nichts ist hier. Ich habe beim Training mal gegen die Wand geschlagen. War auch wieder ganz ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Was kann man hier... Oh, Dartpfeile, Dartpfeile. Yes. Wo ist er hingerutscht? Ha. Links, rechts. Und... Over here. Oh. Komm. Erstmal eine Wurst gönnen, oder? Gehst du kaputt? Ich dachte, die hätten wir freigeschaltet. Jetzt. Ha! Verbrennen alle direkt. Zu Staub. Oh, Messer. Boah, ein richtiges Rambo-Messer hier. Komm. Da ist auch noch einer, okay. Ah. Help. Da höre ich irgendwo Help. Hau einen Billardtisch. Ja, komm, ich helfe dir. You are my hero. Komm raus. Yes. Willkommen in der Küche. Gucken wir mal jetzt hier einen grappen können. Hier. Alles okay, gar nicht brutal. Ah, keiner lässt sich mit meinen Fäusten hier ein. Verbrennen. So, Pizza machen. Komm. Das ist ja wie bei Hänsel und Gretel. Okay, da ist wieder einer, den wir retten müssen. Thank you so much. Kein Problem. Dafür sind wir da. Web, web, web. Oh, Billardkugeln. Komm. Jawohl. Na komm! Web, 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 web! Und rechts, links! Rechts, rechts! Rein da und brenn! Ching, ching! Oh, wir sollen raus, okay.
Okay, da kommt ein harter Brocken, glaube ich. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, was der so drauf hat, der Kerl. Komm! Oh, der blockt! Komm! Junge, pass auf der Warrior! Mein Gott, da kommt ja gar nichts. Ich geh jetzt mal hier weg. So, zack. Dieser Messer durch die Fresse gezogen. So, der Baseballschläger, den schnappen wir uns doch mal, oder? Ja, lass mal laufen. Da hast du das Messer, Junge! Der legt sich nicht nochmal mit uns an, glaub ich. Wie siehst du denn aus, Alter? Oh, von hinten kommt einer? Und du? So, jetzt gehen wir mal nach hier. Oh, Nagelbrett. Nagelbrett. Was hiermit? Oh, da ist es. Ah, der blockt. Okay, mach doch. Den müssen wir jetzt ausschalten noch. Und tschüss. Komm, schlag! Komm, schlag! Komm! Jawoll! Hast nicht kommen sehen, ne? Guck mal, links jetzt, links! Nein, rechts! Haha, verarscht! Rechts! Links! Linkes Bein! Nein, rechte Faust! So! Mann, der hau ich alles aus der Schnauze raus! Und links! Und rechts! Und links! Du bist böse! Okay, die kann ich mir beide greifen. So, jetzt habe ich nur noch den fetten Onkel hier. Hier könnt ihr nicht parken. Nur für Behinderte. Was für eine Waffe? Scheiße. Oh, die sehen jetzt beide gefährlich aus. Oh Gott. Okay, die werden schwer, beide gleichzeitig.
Ich muss jetzt erstmal den ausschalten da hinten. Okay. Der lebt immer noch. Komm. Das war die Wand. Danke. Die Feuerfaust hat wieder zugeschlagen. Wohin? Wohin? Bossfight? Come on! Auf dich hab ich gewartet, du Lappen. Du siehst ja aus wie so ein... Ist klar! Ist klar! Alter! Schnell müde, der Kerl, wa? Ah, komm, du Lappen. Matrix-Style! Nee. Na komm! Komm her! Was ein Messer! Jetzt komm wieder runter, genau. Lass uns mal kämpfen wie Männer. Boah, der hat gesessen. Okay, war gut. Ach, ist er wieder. Mach schon. Kein Problem. Ja. So, drei Messer müssen wir bestimmt haben, dann können wir den bestimmt legen. Einen kleinen Sack. Und wir haben auch keine Waffen mehr hier, ne? Ich sehe jetzt nichts. Also unsere Energie geht langsam aus dem Ende zu. Oh Gott! Okay, wir müssen nah bei dem dranbleiben. So viel hat er nicht mehr. Den müssen wir doch jetzt holen. Ah, werf schon deine Messerchen. Könnt ihr auch mal machen so. Punch! Nehmen! Werfen! Oh, come on! Komm! Vier Messer hat er jetzt schon drin, der Sack. Get over here! Ha ha ha.
Ja, verpisst euch! Das ist meine Stadt. Neue Objekte in der Extragalerie. Okay. Machetensturm. Das können wir ja mit der Uhr da uns dann quasi auswählen. Okay. Oh, schlag doch keine Frauen. Kann man doch nicht bringen. Okay, die werden natürlich auch besser. Guck mal, deine Freundin da hinten hat einen Kopfschmerzen. Ich auch jetzt. Hörst du auf. To the moon. Und noch viel weiter. Okay. Einen hauen wir jetzt gleich in die Waschmaschine rein. Und rein da. Einmal 90 Grad bitte. Machetensturm ist cool. Gefällt mir. Wo muss ich hin? Ich sehe kein Hell. Doch, da hinten sehe ich was. Help me. What took you so long? Ja. Und du gibst mir eine Melone hier. Ach. Schade, dass man die immer erst später nehmen kann, wenn die schon fast am Ende sind. Alter! Okay. Ende mit euch jetzt hier. So. Eine Axt hat sie. Churros! So, jetzt bist du dran, Dicke. Einmal durch. Ja, ja, rutsch einmal vorbei. Du bist müde, oder? Springen müsste man noch können, das wäre cool. Thank you. Ja. Comedy Slam. Die sind aber nicht witzig. Ist hier nichts, wo man grillen kann oder so, ja. Zwei so dicke Brummer oder was? Voller Nashorn, ey. Oh.
Wow! Du sollst das lassen! Schnell mal ein bisschen abhauen hier. Okay, die brauchen nicht mehr viel. So. War für dich. Wart jetzt! Oh Gott, ein Gegner! Wow, die sind schnell! Ist aber fies, du. Komm her, ihr feigen Schweine. Okay, wo geht's denn? Wo geht's denn? Voll crazy. Der Mistviecher hier. Na komm, holt euch eine. Mist, scheiße. Scheiße. Lauf, lauf, lauf! Jetzt geht's wieder los. Boah, die sind schnell, ey. Die Psychoschwestern. Viel Energie haben wir nicht mehr. Holt euch da oben eine Schnecke. Genau. Ich glaube, das schafft man nicht. Das war's. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Das war Path of the Warrior und ja, also mir gefällt's und ich freue mich tierisch, wenn ein Mehrspielermodus rauskommt. Dann kann man im Koop mal gegen diese Typen kämpfen. Macht natürlich mehr Spaß. Ich weiß nicht, Mehrspielermodus ist hoffentlich Koop gemeint. PvP wäre natürlich auch gar nicht so schlecht, aber Koop wäre hier echt passender. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und ja,
Falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, haut da auf den Abo-Button, würde mich echt freuen. Die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert über neue Videos und ich gehe jetzt duschen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.